meine Lieben. Ich möchte euch heute meine Bechersammlung zeigen. Ich weiß, komisch, aber ich habe ganz coole und besondere Becher, wie ihr hier schon seht. Erstes möchte ich erstmal meinen treuen Zuschauer Sonic641 grüßen. Wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht mit etwas Glück grüße ich dich. So, und zu dem perfekten Getränk. Auf jeden Fall was zu trinken, oder? Was sagt ihr? Auf jeden Fall war ich heute spontan nach der Arbeit noch einkaufen und bald ist ja Halloween. Und falls ihr das nicht wusstet, ich liebe Halloween. Und da habe ich was ganz Cooles gesehen von Dr. Pepper. Gibt es jetzt. Horror-Design, Grusel-Horror-Design, passend zu Halloween. Und die Sorte heißt Vanilla Float. Und die probieren wir jetzt mal. Die riecht auf jeden Fall sehr gut. Sagen, das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gekauft. Ich war im Kino, im UCI, und da verkaufen die so richtig coole Becher, so ein Menü dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Ist ja schon sehr, sehr alt und jetzt nach, ich glaube, 38 oder 36 Jahren gibt es jetzt endlich die Fortsetzung und ich muss sagen, ich fand es total cool. Also falls ihr auch den zweiten Teil von Only in Cinema, falls ihr auch den zweiten Teil von Beetlejuice gesehen habt oder auch den ersten, lasst es mich wissen und lasst mal darüber reden, oder? Also falls ihr den ersten Teil gesehen habt oder den zweiten, dann wisst ihr, was für eine Anspielung das hier ist mit diesem Schild und mit dieser Schreibweise besonders. Also ich finde das total cool. Also ich glaube, der war schon ein bisschen teuer, aber der war richtig cool. Okay, ich weiß, ihr wollt jetzt aber auch andere Becher sehen. Deswegen machen wir weiter. Avatar.
Also, dazu gab es auch noch so einen coolen Eimer, den man so Popcorn oder so essen kann. Wer mich von meinen früheren TikTok-Zeiten kennt, da habe ich nicht ASMR gemacht. Ich ganz Verschiedenes gemacht. Meinungsblogger, Comedy, Film. Habe ich immer gerne in diesen Videos gerne da rausgetrunken. Ich finde das einfach so richtig schön und das hält übertrieben gut. Also ich finde das echt. Ja, das Design auch so schön. Oder nicht, weil ich finde, es ist ja eigentlich schon echt kritisch, dort noch hinzugehen. Und ich kann die ganze Kritik verstehen und ich unterstütze sie. Und ich verstehe es. Aber ich muss sagen, zur Herbstzeit gönne ich mir da schon was. Da gönne ich mir immer noch so Pumpkin Spice Frappuccino mit Hafermilch. Nicht mit normaler Milch, Haferdrink. Und ohne Koffein und ohne Kaffee. Also ohne Kaffee. Ohne Koffein, genau, ohne Kaffee. Könnte ich mir immer so gerne so ein Frappuccino, aber nur zur Kürbiszeit. Ja. Die ist ja bald. Ich freue mich total, bald wieder meinen ersten Frappuccino zu trinken. Ich liebe Frappuccino. Aber sonst gehe ich nicht so gerne zu Starbucks. Ich bin echt kein Kaffee-Fan. Ihr müsst mir mal erzählen, seid ihr Kaffee-Fans oder? Also ich nicht. Also ich liebe das Design, das ist so schlicht, aber es hält auch total gut, auch, also auch in der Spülmaschine, ich wollte sagen in der Waschmaschine, aber das solltet ihr nicht ausprobieren. Die Spülmaschine ist halt total gut, das gibt es auch bei Amazon oder in den Starbucks-Shops. Ich glaube 20 bis 25 Euro hat es gekostet. So. Und dann war ich ungefähr vor 2-3 Wochen auf einer Horrorcon. Also, das hieß Weekend of Hell in Oberhausen. Und da konnte man sowas kaufen. Horrorcon
ich letztens war, habe ich mir übrigens das auch noch geholt, beziehungsweise man kann sich da immer so eine Mystery-Box-Tüte holen und dann weiß man nicht, was drin ist, und unter anderem war das drin. Also man kann sich dann von so einem Film oder eine Serie, ein Franchise, so eine Tüte holen und dann weiß man gar nicht, was drin ist, man bezahlt einen Preis und ja, da war auf jeden Fall so eine Tasse drin. Ich weiß nicht, ob ihr die Horrorreihe Saw gesehen habt. Ich liebe sie. Die ist so genial. Besonders der erste Teil und der letzte Teil. Das sind die besten. Also die Story, die ist echt genial. Ich war früher als Kind gar nicht so ein Saw-Fan. Aber es hat sich so mit der Zeit echt entwickelt. Und ja, ich habe übrigens bei der HorrorCon war Amanda Young, also einer der Hauptdarsteller von der Saw-Reihe, da. Und ich habe mit der ein Foto gemacht und die war so nett. Ich hatte so ein Saw-T-Shirt an. Habe ich auch alles bei Insta geteilt. Könnt ihr auch noch im Story-Highlight HorrorCon auf mein Insta gerne abchecken. Und ja, sie war total lieb. Sie hat meint auch so, oh, cooles T-Shirt, weil ja, da war sie so drauf. Und ja. Ich finde es einfach total schönes Design. Also wenn ihr keine Horror-Fans seid, dann tut es mir leid. Nein, alles gut. Muss man ja auch nicht. Und ich war auch schon mal bei einer Comic-Con, schon 2-3 Mal. Und erkennt ihr die Serie direkt? Erkennt ihr sie? Oder erkennt ihr sie nicht? Ich weiß gar nicht, wie bekannt sie so ist. Aber das ist auf jeden Fall The 100. Das ist so eine Action-Thriller-Serie, Science-Fiction. Und den Darsteller, den Hauptdarsteller, den habe ich auch getroffen. Der war auch super nett. Ja, ich liebe es, Leute zu treffen. Und das war auch in so einer Mystery Box für The 100 drin. Und das war in der Mystery Box für Saw drin. Auf einer Horrorcon, auf einer Comic-Con. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Ich glaube, es ist ein bisschen sehr self-made. Aber ich finde es sehr cool, die Tasse. Mag ich. Also die wirkt noch ein bisschen, ja, noch so ein bisschen professioneller, ein bisschen besser noch verarbeitet. Aber ja, I love it, I love it, I love it. Als ich bei der Comic-Con war, gab es auch sowas. Natürlich ist nicht so spektakulär, glaube ich. Machen wir schnell weiter. Das habe ich mir da auch noch geholt. Auch wieder von The 100. Hier steht man auch Comic-Con. Ich kann euch echt empfehlen, mal auf einer Comic-Con zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Aber ist schon chillig. Ist schon cool. Das war auch bei einer Comic-Con. Also ich liebe ja Stranger Things und der Becher ist auch cool. Ich habe noch ein paar Highlights, aber erstmal muss ich noch ein bisschen was trinken. Ich glaube, ich mache das Licht mal aus, oder? Gemacht, mit euch so ein bisschen zu talken. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.